Sascha Lobo ist auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr als Verleger und präsentiert seinen Verlag SoBooks. Ist SoBooks überhaupt ein Verlag? Das wäre genau der Punkt, an dem ich eingegriffen hätte. SoBooks ist zwar auch zu einem kleinen Teil eine Art Direktverlag. Der Hauptpunkt ist aber wahrscheinlich Buchhandelsplattform und Lese-Community, wenn man versucht, das mal so ein bisschen zu greifen. Insofern bin ich als Buchhändler, rein digital natürlich, als Buchhändler und als Verleger da, beziehungsweise versuche ich das zu werden, denn da muss man sich immer darüber im Klaren sein, SoBooks ist das, wie ich glaube, dass die Buchmarkt, die Buchwelt sich entwickelt. Das ist unser Entwurf. Ich kann aber nicht beschwören, dass es ganz genau 100% so kommt, wie das mit SoBooks funktioniert. Warum musst du das selber machen? Warum gibt es keinen Verlag, der gesagt hat, Mensch, der Lobo hat eine gute Idee, machen wir? Diese Frage hätte ich noch vor einem Jahr selbst empört beantwortet und gesagt, die verstehen es alle nicht und das ist alles so. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe mit einem sehr guten Team von 4 Leuten insgesamt, da sind noch Christoph Kappes dabei, Oliver Wagner und Oliver Köster, in Hamburg sind die 3, habe ich 2 Jahre lang daran gearbeitet, den ganzen Hintergrund mal wirklich korrekt aufzubereiten. Wir haben über 4000 Dokumente gemacht, um rauszufinden, was verändert sich wie. Zum Beispiel ist es relativ essentiell, mal sich zu überlegen, welche Strategie hat Amazon? Allein damit man nicht genau das anbietet, was übermorgen Amazon macht. Die Gefahr gibt es immer. Aber ich glaube, dass diese sehr lange Vorbereitung gut und richtig war. Ich glaube sogar, dass sie notwendig war. Und da würde dann die Antwort auf die Frage liegen. Ich glaube, die Verlage schaffen es derzeit nicht, neben ihrem Tagesgeschäft komplett neue Märkte und Geschäftsmodelle selbst zu entwickeln. Vor allem, weil die ziemlich sicher digital sein werden und die Verlage ein bisschen später als andere Branchen ihre Füße in das Digitale hineingesetzt haben und deswegen dort noch weniger Erfahrung haben. Aber das hört man doch schon jetzt seit Jahren. Ist es nicht so, dass sich das irgendwie auch überholt hat? Also mittlerweile sind ja viele Verlage tatsächlich am Experimentieren. Mittlerweile machen Verlage mehr als nur ihre Facebook-Fanpage betreuen. Ist es nicht ein bisschen, dass man das einfach automatisch sagt über die Verlagswelt? Ich glaube, es ist sehr wichtig, festzustellen, dass da die persönliche Perspektive sehr entscheidend ist. Die für mich relevante Zahl heißt, dass der E-Book-Markt beherrscht wird, und zwar ausdrücklich beherrscht wird, von einem einzigen Player, und das ist Amazon. Die haben die Zügel so fest dran, dass die da praktisch schalten und walten können, wie sie wollen. Und das halte ich für eine mittlere Katastrophe. Nicht wegen Amazon oder weil Amazon böse ist, sondern weil das nur ein einziger Anbieter ist, der so große Macht hat. Und die danach kommen, das sind Google und Apple, sind jetzt auch nicht dafür bekannt, so wahnsinnig viel Rücksicht zu nehmen in ihrem allgemeinen Geschäftsgebaren. Insofern glaube ich, und das ist ziemlich essentiell, es ist nicht so, dass man auf den Verlagen rumhacken muss, die sind doof und haben nichts verstanden. Im Gegenteil, die machen ihre Dinge in manchen Bereichen sogar ganz gut. Aber dass sich ihr gesamtes Kerngeschäftsmodell verändert, wovon ich überzeugt bin, dass sie darauf reagieren müssen, und zwar nicht, indem sie ihr gesamtes Modell einfach hochnehmen und direkt ins Digitale stellen, was viele Verlage tun. Das, glaube ich, ist eine so anstrengende Aufgabe, die kann man eigentlich einem Verlag allein so nicht aufbürden. Aber wo siehst du dann jetzt deine Rolle oder wo siehst du die Rolle von SoBooks? Du hast Amazon genannt. Die haben ja einen dermaßen großen Vorsprung. Die haben eine eigene Plattform, die haben ein eigenes Ökosystem aufgebaut. Dann gibt es die Verlage auf der anderen Seite. Wo positioniert sich SoBooks als drittes, als Element, das jetzt die soziale Social Communities, die Verlinkung, die Verbindung, das Zitieren, das Lesen im Netz mit reinbringt? Die Frage der Positionierung ist gar nicht so entscheidend, weil die eine Kommunikationsfrage ist, Positionierung quasi als Begriff in der Werbung. Für mich viel entscheidender ist, dass wir versuchen, einen Markt neu mitzuentwickeln. Der besteht zum Teil schon, aber noch in seinen ganz zarten Anfängen. Und zwar ist das der Markt, wo E-Books ins Netz wandern, also die Inhalte von E-Books im Prinzip Webseiten werden. Wenn man ganz böse ist, dann haben wir eine Art Mischung aus Paid Content und E-Book am Start. Und dieser Markt ist in der Tat noch gar nicht so ausgeprägt. Das Buch im Netz, das Buch als Webseite, das gibt es in zarten Anfängen ganz oft. Aber verbunden mit
Social Media auf der einen Seite und dem Verkaufen auf der anderen Seite ist das, glaube ich, noch nicht so häufig passiert. Ist nicht jede Website auch ein Buch? Es ist nicht jede Website auch ein Buch. Das Buch hat ganz wesentliche Aspekte, die eine Website nicht hat. Und ich möchte da den abgeschlossenen Werkscharakter nicht nach vorne stellen, weil das ein häufiger Irrtum ist. Ich glaube, dass das Buch früher schon nicht einen abgeschlossenen Werkscharakter hatte. Ja, der Roman kommt eigentlich aus der Zeitung, wo er fortlaufend geschrieben wurde. Und dass er in Zukunft auch noch aufgebrochen wird. Aber der entscheidende Unterschied zwischen einer Website, wie man sie normal kennt, und dem Buch ist, dieser Payment-Prozess ist, dass man ein Werk hat, und da würde ich dann schon nicht von abgeschlossen, aber von Werk sprechen, und dass ich dafür bezahle. Und das ist beim Buch, wie wir es kennen, gegeben, auch beim E-Book übrigens, dafür bezahlen Leute, und zwar ganz freiwillig. Es ist noch nicht gegeben, wenn man vom Transformationsprozess E-Book in Richtung Internet spricht. Wir werden also alle sehen. Morgen präsentierst du ja das Ganze in einer Closed-Beta-Version. Wer kann sich denn an dich jetzt wenden? Wenden sich jetzt Autoren an dich, weil du Verleger bist? Oder wenden sich Verlage an dich, weil sie sagen, wir wollen unsere Bücher auch auf diese Plattform zur Verfügung stellen? Oder wenden sich alle an dich? Ich habe ja viel Erfahrung damit, wenn sich alle an mich wenden. Und wie man auf Twitter sehen kann, führt das dazu, dass ich niemandem antworte. Aber tatsächlich ist es natürlich, dass wir mit einem Fachpublikum anfangen. Nicht umsonst ist es eine Closed Beta. Wir haben ganz viele Annahmen drin, die wir erst überprüfen müssen. Wir wollen die Diskussion in das Buch hineinholen. Und ein paar Anbieter tun das schon auf eine spezielle Weise. Aber dadurch, dass wir sehr eng angeschmiegt sind an soziale Medien wie Twitter oder Facebook, man kann bei uns in ein Buch hineinlinken, dadurch haben wir eine ganz eigene Dynamik, was dieses Social Reading und diese Kommentare angeht. Ich brauche es und ich weiß, dass es notwendig ist, dass zum Beispiel die Stimmung in einem Buch gut sein muss. Aber wie macht man das? Ich weiß es nicht. Das versuchen wir rauszufinden. Und damit man das rausfinden kann, muss man zuerst im Nichtschwimmerbecken starten. Soulbooks in der Closed Beta ist also eine Art Nichtschwimmerbecken, wo nur Leute mit einem Code sich anmelden können. Und da versuchen wir zuerst, auf die Leute zuzugehen mit einem Code, die hier auf der Buchmesse sind, Fachpublikum, Autoren natürlich, Verlage, Agenten, Lektoren, alle Leute, die beruflich mit dem Buch zu tun haben. Und aus dem simplen Grund, weil nach meiner Erfahrung deren Feedback am meisten nützt. Und am Anfang brauchen wir konstruktives Feedback. Wen wir auch noch dazu holen wollen, sind viel Leser, weil die bei uns in naher Zukunft eine entscheidende Rolle spielen werden. Ich wollte ein bisschen sagen, fragst du da nicht wieder die Frösche? Nein, ich frage die Leute, die am Ende für den Leser entscheidend sind und die Leserinnen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir genug Instrumente anbieten, damit die Plattform für Autoren interessant wird, dass Autoren dort Profile unterhalten, dann ergibt sich automatisch der Wunsch bei den Lesern, auch auf diese Plattform zu kommen. Ich glaube, dass es unterschätzt wird, wie viel und wie engagiert Autoren in den sozialen Medien schon unterwegs sind und dass die Verlage, die ich bis jetzt kenne, viel zu sehr irgendwie so Baukästen ihren Autoren aufdrängen. Hier sind die drei Tools, twitter doch mal da was drüber oder so. Und dass das natürlich daher kommt, dass es ein sehr anstrengendes und ein sehr Know-how-intensives Geschäft ist, Social Media, Verlage und Autoren irgendwie zu betreuen. Und Autoren sind ohnehin so eine Art Sackflöhe auf Beinen. Insofern, für mich, aus meiner Perspektive, da bin ich dann der Autor, Sascha Lobo, habe ich versucht, gemeinsam mit den anderen bei Soulbooks Instrumente für Autoren zu schaffen, damit die ihre Verlage überreden und dann später auch noch die Nutzer und Leser dazu kommen. Ich halte das für den richtigen Ansatz. Unter uns gesagt hat das bei MySpace ganz ähnlich funktioniert. Das war interessant für Bands, dann sind die Leute gekommen und irgendwann kam auch diese Industrie hinterher und dann ist MySpace ja untergegangen. Aber vorher haben sie es teuer verkauft. Egal. Also bis zu dem Untergang wirst du jetzt alles erstmal versuchen. Also Untergang. Ich habe schon eine ganze Reihe von Sachen in den Sand gesetzt. Ich weiß, wie das ist zu scheitern und ich habe davor auch ausreichend viel Angst, um dem entgegenzuwirken. Es ist ein totaler Trugschluss, dass man keine Angst haben soll vorm Scheitern. Man soll sehr viel Angst vorm Scheitern haben, aber die richtige Art von Angst und man soll sich davon nicht lähmen lassen. Insofern, natürlich ist es ein Experiment. Jede neue Firma ist immer ein Experiment. Das wissen Startups ganz besonders und im Internet noch doppelt.
Und wir versuchen einfach, wir probieren etwas aus. Und wir probieren aus, die Buchbranche näher ans Internet ranzubringen. Und zwar an ihrem Kern, nämlich dort, wo der Verkauf passiert. Das ist dieser Begriff Social Selling, den habe ich in meiner Keynote auch häufiger benutzt. Social Selling bedeutet nichts anderes, als dass man die Vertriebswege der sozialen Medien, die fantastisch funktionieren, oder die Verbreitungswege, sorry, falsches Wort, Verbreitungswege der sozialen Medien, die fantastisch funktionieren, dass man die benutzt und dann direkt dahinter einen Kaufprozess versucht zu installieren. Da wünsche ich viel Erfolg. Ich bin gespannt, wo es SoBooks enden wird. Hoffentlich nicht da, wo es MySpace tat. Okay, danke, Sascha. Och, MySpace wurde ja irgendwie keine paar Jahre nach dem Entstehen für 585 Millionen Dollar verkauft. Zwar an diese wahnsinnig trübe und gefährliche Tasse Murdoch, aber immerhin. Insofern, ich glaube, so schlimm ist das MySpace-Szenario jetzt nicht. Jedenfalls nicht für Tom Anderson, der ja dann ungefähr in meiner Rolle wäre. Also dann, danke dir, Sascha. Danke.